Hallo ihr Lieben, willkommen auf unserem Kanal The Bear and the Bee. Ich bin Bee und wir spielen diese Woche süße bzw. knuffige Spiele. Und da habe ich mir ausgesucht, mal gemeinsam in Tunic mit euch reinzugucken. Ich habe noch nicht reingespielt. Ich weiß, dass es um einen kleinen Fuchs geht, der ja ein Abenteuer erlebt. Aber mehr weiß ich ehrlich gesagt nicht. Das ist ein bisschen, ja, Zelda-like, habe ich so mitbekommen. Wir werden uns das Ganze jetzt einfach mal gemeinsam anschauen. Das schaut doch auch schon sehr mysteriös aus hier mit dem Schwert. Wir sehen also, Spielstände wären hier abrufbar. Haben wir noch keine. Also laden wir ein neues Spiel und schauen uns mal an, was es hier zu entdecken gibt. Ich glaube, da haben wir schon unseren kleinen knuffigen Fuchs. Ja. So. Das Spiel fackelt nicht land. Wir können uns mit WASD bewegen. Mit der Leertaste legen wir eine Rolle hin. Auf den Maustasten liegt jetzt gerade noch nichts. So, das ist... das ist sehr süß. Das ist Gras, durch das wir hindurch... Kennt ihr diese Schaumstoffteile? Die gerne auch mal an Wänden von Musikstudios hängen. An das erinnert mich das gerade irgendwie. So, hier haben wir ein paar Blümchen, Bäumchen und eine gelbe Plattform. Kann und muss ich hier was tun? Kann ich interagieren? Z, W, Q, irgendwas? Nein? Ja, gut, dann nicht. Gehen wir hier mal weiter. Ein Briefkasten, okay. Und was man halt so macht. Man geht halt einfach mal in so Höhlen. So, wir interagieren mit der Leertaste. Und wir haben einen Stock erhalten. Jo, sehr schön. Und wir können mit Tab das Inventar öffnen und können jetzt den Stock wohl scheinbar irgendwie ausrüsten. Oder so. Auf J. JKL, okay. Das wollte ich nicht. Ob ich so kämpfen kann, weiß ich nicht. Aber wir können Vasen zerschlagen. Das ist schön. Jetzt haben wir neun irgendwas erhalten. Wie lange so ein Stock wohl hält. Aber wenn wir mit der Leer-Shift... okay, so wie sehen wir an. Aber wenn wir mit der Leertaste interagieren... mal schnell zu dieser Plattform zurück, ob die irgendwas kann. Ich kann sie ja jetzt auch mal hauen, ne? Bringt nichts. So. Jetzt können wir hier... Also hier links ist es, glaube ich, nicht weitergegangen, oder doch? Ja, nein? Nein. Da ist so ein Riesenwasserfall. Sehr schön. Hier nach rechts geht's, glaube ich, auch nicht. Es sei denn, wir kämpfen uns durch das Schaumstoffwäldchen. Ah, guck mal. Aber hier geht's dann nicht weiter, ne? Weil da, genau. Da geht's nicht rein. So. Da oben habe ich eine Tür gesehen. Mit einem fetten Schlüsselloch. Einmal ist ja auch scheiße. Geht aber. So. Oh, schaut mal, da liegt ein... Das sind ja lustige Dinger. Da liegt so eine Art Fuchskopf im Teich. So.
Heldengrab, okay. So, wir können hier rumgehen. Nach oben. Oh, da ist eine Schatzkiste. Die hätte ich natürlich schon gern. Na. Ah, du hast eine Spezialattacke drauf, okay. Stadt. Mhm. Okay, also es werden auch Sachen in der Sprache angezeigt, die wir nicht oder noch nicht beherrschen. So, wenn wir jetzt da runtergehen, da ist auch eine Truhe. Überall hat es Truhen. Das ist ja fies. Okay, und wir können aber an alle noch nicht wirklich hin. Schauen wir mal da nach oben. Hier hat es eine Fuchsstatue. So, was auch immer das jetzt gemacht hat, ich habe keinen Plan. So. Ah, da liegt ein Schlüssel. Damit können wir mit Sicherheit das Heldengrab öffnen. Oh, knuffige Böse. Sehr schön. Und ein Brunnen und ach, lauter cooles Zeug. So, schauen wir mal, ob wir das Heldengrab öffnen können. Kann man denn die Dinger da verschieben? Okay, nein, nicht. Vielleicht kommen wir da unten zur Tür raus, wenn wir das Heldengrab betreten. Jetzt schauen wir nochmal dahinter. Oh, ein großes goldenes Tor. Oh, 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 was passiert hier? Oh, jetzt. Ich habe bestimmt irgendwas Dummes gemacht. Huch, wo bin ich denn jetzt? Okay. Jetzt ein kleiner blauer Fuchs. Jetzt bestimmt irgendwie ein Geistwesen. Mhm. Sieht mir auch nach Tempelanlage aus. Ist schon knuffig gemacht. Okay. Ich habe noch nicht so recht einen Plan, was ich hier tun soll. Okay. Hey, ich muss es. Oh! Hopsi! Aktivieren. Na, dann aktivieren wir das andere doch auch mal. Das scheint irgendwie logisch. So. Aha. Ist ja schon episch, ne? So, nun. Huch. Okay, ich laufe ja auf dem Lichtstrom. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Da schwebt irgendwie was Großes. Oh. Ist das eine Göttin? Vielleicht unsere Göttin? Das ähnelt ja der Statue, die wir da vorhin ein bisschen angebetet haben. Oh nein! Sie wird gefangen gehalten. In diesem Ding. Oh, die Arme. Jetzt ist klar, welche Aufgabe wir haben. Unsere Göttin, Prinzessin, irgendwas befreien. Ja, genau. Das Ganze hat uns erstmal ganz schön ausgenockt. Also, jetzt ist auf alle Fälle klar, was wir zu erledigen haben. Göttin befreien. Jetzt gucken
gucken wir erstmal, ob der Schlüssel hier passt. War denn das? Nein, da drum. Falsche Treppe genommen. Okay, es gibt also einen Respawn. Also Orientierung ist gerade nicht so meins, wie ihr seht. So. Gucken wir mal. Zack, Schlüssel. So, Heldengrab. Dann lasst uns mal gucken ins Heldengrab. Ob es da irgendwie was Spannendes gibt. Ich mach einfach mal okay. Kann nichts lesen. Der Beginn des Abenteuers. In einem fernen Land wurde ein großer Schatz auf ewig versiegelt. Manche meinen, es sei die Macht, dem Tod zu trotzen. So, die Ostglocke läuten, die Westglocke läuten. Altes Haus, geflutete Kanalisation, dunkles Grab, Westgrab, puh. So, oh. Der Spiegelbildschirm. Okay, das ist jetzt erstmal, das sind jetzt quasi Spielbasics. Zaubertrank, bereitgestellte Ausrüstung, Lebenspunkte. Alles tut mehr weh, wenn ich müde bin. Okay, grün sind Ausdauer, blau Magie, rot Lebenspunkte. So. Okay. Und da geht's doch raus, oder? Yeah. Wieso ist jetzt die Truhe da leer? Das finde ich jetzt nicht so fair. So. Aber das sind Leitern, die man hochklettern kann. Das ist ja süß. Das ist schon knuffig gemacht, alles. So, hier haben wir... Okay, kein Plan. Oh, viele von euch. Schön. Sehr gut. War was ein Zettelband? Ich bin ja gespannt, wann wir mal ein passables Schwert zur Verfügung kriegen. Um uns ordentlich verteidigen zu können. So, da geht's hoch. Was gibt's hier zu lesen? Ostwald, okay. Ah, okay, da, ja. Ja, lass uns einfach mal reingehen. Wir sind ja eh gerade dabei, die Gegend zu... Ostglockenturm, okay. Mhm. Ja, ist ja schön, dass ihr dann gleich so alarmbereit seid. Steuert sich übrigens gar nicht schlecht. Das mit der Ausweichrolle funktioniert auch einigermaßen gut. Okay, das wäre jetzt Controller-Steuerung. Geht also auch. Also ich spiele gerade mit Tastatur. Genau, wir können ausweichen, wir können Schilder lesen. Alles Dinge, die wir schon festgestellt haben. So, da wieder die Statue unserer Göttin. Ah, es ist jetzt so ein Game, wo ich so ein bisschen immer Schiss habe. Dass ich vielleicht was verpasse, wenn ich die eine oder andere Ecke nicht... Okay, da komme ich auf alle Fälle nicht hin. Muss ich unten lang? Ja, wir erinnern natürlich wegen der grünen Tunika sehr an Zelda, also Link zumindest. So, komm her, du Schnubbido. Ist ja eigentlich viel zu niedlich. Erst, dass man dich platt machen müsste. So, hier geht's nach unten. Ja, da haben wir jetzt wohl... Ist das eventuell ein Speicherpunkt?
könnte sein. So, jetzt mal gucken, ob ich eine Map habe, weil so langsam aber sicher. Jetzt bin ich im Ostwald. Oh, schöne Stimmung. Schön, schön, schön. So. Ihr seid jetzt wahrscheinlich fiese, oder? Ja, okay. Ah, oh ja, ihr könnt Fernkampf. Und zack. Das erste Mal getroffen worden. Nein, 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 nein. Ah, okay. Verstehe. Uhuhuhu. So. Ausdauer ist wiederhergestellt. Aber Lebenspunkte. Jetzt wird's spannend, wie wir die wieder auffüllen können. Ja. Ne, ihr mögt zwar klein und putzig sein, aber viele von euch können mich jetzt auch platten. Oder kann ich mich eventuell an der Statue heilen? Okay. Wir sind also wieder in der Nähe vom Heldengrab. So. Ah! Wir testen das jetzt mal, ob das quasi unsere Gesundheit wieder auffüllt. Ja. Ja, sehr schön. So, Ziel erfasst. Stell dich deinen Gegnern. Ja, ja. Fokus und ausweichen. Fokus und blocken. Man kann blocken? Wenn man ein Schild hätte, könnte man blocken. Okay, haben wir nicht. Du bist mir unsympathisch. Zu viel des Guten, glaube ich, für den Anfang. Vor allem mit Stöckchen bewehrt. Okay. Ich weiß nicht, ob ich noch zu schwach bin für hier eigentlich. Schauen wir mal, wo wir jetzt hier langkommen. Du bist an der Pfad zum Heldengrab. Ja, du bist auch ein großer Blob. Fuhu. Oh Gott, oh Gott. Ja, ciao. Ich gehe dann mal wieder. So ein kleines Problem mit dem Wort Ostwald, weil ich dauernd Oswald lese. So, jetzt ist die Frage, kann ich mich hier sofort wieder heilen? Ja. Okay, da hinten war... Hallo? Nein, 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 ich wollte da rein. Ja, Wachhaus 1. So viel dazu, ne? So können wir unsere Gegner besser erfassen mit Shift. Kriege ich jetzt vielleicht... Ah! Okay. Ein Tränkchen. Das auf P liegt. Okay. So, also ich werde mich wohl mit den Dicken anlegen müssen, ne? Die Musik ist mega beruhigend, finde ich. Sehr entspannend für dafür, dass man eigentlich sich ein bisschen durch die Gegend haut. Okay, gerade in diesem Wachhaus jetzt ist es irgendwie sehr, sehr atmosphärisch. Ja, nee. Ich will euch eigentlich nichts tun. Ja, macht euch mal gegenseitig kaputt. Das ist okay. Da ist eine Truhe.
komme ich nicht durch. Sehr schade. Aber die Gegner sind jetzt zumindest weg. Dann versuchen wir doch mal den Dicken da oben. Ah, schlecht. Ah, aber die können Bäume fällen. Okay, den habe ich. Das ist schon mal schön. Ich könnte ja jetzt mal das Tränkchen aufheben. Jawohl. Hat mir nicht geholfen. Oh nein! Der Held ist gefallen. Jetzt bin ich gespannt, wo ich wieder aufstehe. Oder wie ich wieder aufstehe. Ah, verstehe. Nicht unbedingt komplett, aber so. Da weckt uns die Göttin jetzt wieder. Schön. Gefällt mir. Na, oh, das ist schon knuffig. Knuffig. Okay, also es sind Speicherpunkte. So, wiederbelebt worden. Was ist passiert? So. Geht's hier vielleicht auch noch lang? Nein. Also, ich schaue jetzt auch mal ein bisschen zurück, weil... Da waren ja auch noch andere Treppen, ne? Ja, ja, quiekt ihr mal vor euch hin. Das ist ganz schön schnell. Pfiff, pfiff, pfiff. So. Ach so, ja, da komme ich nicht mehr hoch, ne? Ha! Der sitzt blöd. Ach, verdammt. Umsonst davon gelaufen. Na gut. Dann müssen wir wieder in diese Richtung. Na gut. Auch noch her. Sonst stockt mich alles aus, Held. So. Dann laden wir unsere Gesundheit kurz auf und dann würde ich aber wieder Richtung Grab gehen. So hier entlang. So eine Statue wäre jetzt mal wieder ganz nett. Ja, so. So viel dazu. Hör noch nicht auf, einen zu verfolgen, ne? Ah, verdammt. Okay. Die Sequenz mit der Göttin dann nur einmal. Okay, wir versuchen es nochmal. Vielleicht gehe ich da nochmal rein. Ah nee, das ging ja nicht. Kann es sein, dass ich da oben eigentlich auch wieder einen vollen Trank gehabt hätte, ich Esel? Ja, ja.
bin ich gestorben? Ja. Ah, jetzt haben sie mich in der Dings. Toll. Das ist nicht so easy. War jetzt auch abgelenkt, weil ich das mit dem P nicht hingekriegt habe. Ach, jetzt müsst ihr mir beim Sterben zuschauen. Das ist ja fast ein Souls-like. Aber nur fast. Wenn die nicht zu zweit hier wären, dann wäre das auch geiler. Ich kann auch noch nicht wirklich blocken. Mir fehlt da irgendwie ein Schild. Aber so ein bisschen, also es weckt schon den Ehrgeiz. Wie komme ich denn eigentlich an diese Truhe da drüben? Ich komme aber hier jetzt auch nicht mehr weg, ne? Also ich muss mich jetzt hier durchprügeln. Wollte ich schon fast sagen, das Spiel passt sich meinem Können an. Und schickt mir nur noch einen Gegner, aber dem war nicht so. So. Ah, okay, der Trank stellt die Gesundheit auch nicht wieder vollständig her. Okay, ich kann auch nicht mogeln. Besser als die letzten Versuche. Vielleicht kann ich dich alleine pullen. Ja, komm. Komm du mal alleine zu mir. Ohne den Dicken. So, sehr schön. Ah. Gut, Leute, einen Versuch gebe ich dem Ganzen noch. Ich könnte natürlich auch einfach an ihm vorbeirennen. So, weil jetzt... Schauen wir mal, da waren wir noch nicht. Ah, Moment. Und was hat das jetzt bewirkt? Wissen wir nicht. Ach doch, das Tor ist offen. Ich Esel. Ja, aber dann muss ich ja wieder an ihm vorbei. Na gut. Wuhu. Geschafft. Also, so eine Statue fände ich jetzt mal wieder ganz dolle. Oh, wir kriegen ein Schwert. Juhu. Ja! Ein Schwert. Ein Schwert gefunden. Jawohl. Hier ruht der Held. Nein, diesmal nicht, Gott sei Dank. So, Schwert. Schwert ausrüsten. Auf K. Jetzt kann ich auch Bäume schneiden. Jetzt kann ich das alles abholzen und mähen. Ich bin ein Rasenmäher. Okay. Sehr schön. Hat sich das paar Mal sterben dann doch gelohnt? Wo ich jetzt wohl alles hinkomme? Und das sieht so easy aus auf einmal. Siehst du, wie so kleine Schaumstoffwürfel. Ich find's toll.
So. Und vielleicht kriege ich hier jetzt auch die anderen Dicken leichter gebacken. Komme ich jetzt da an die Kiste hin? Ja. Gib mir ein Schild. Nein, okay. Bombe. Auch in Ordnung. Sehr cool, sehr cool. Jetzt klettern wir noch hier hoch. Ah, ich bin gerade voll drin. Es ist so schön. Hallo. Überraschung. Von hinten. Ah, sagst du jetzt nicht mehr so viel, ne? Müssen wir bestimmt wieder einen Hebel betätigen. Das ist schon sehr süß gemacht. Sehr, sehr süß gemacht. Ich hoffe, ihr seht mir nach, dass diese Folge ein bisschen länger wird. Aber es ist ja auch ein sehr bekanntes Indie-Spiel eigentlich auch, Tunic. Kann man sich schon mal ein paar Minuten mehr Zeit nehmen. Okay, da wissen wir jetzt nicht so richtig, was es ist. So. Oh oh. Das sieht mir nach Bossfight aus. Oh. Ja, Hauptmann der Wache. Habe ich mir fast gedacht. Ja, ihr Lieben. Dann belasse ich es jetzt an dieser Stelle dabei. Wir haben unser Schwert noch. Das ist schön. Ja. Tunic. Lohnt sich, finde ich. Spielt sich sehr, sehr smooth. Sehr flüssig. Ist super putzig anzuschauen. Und die Geschichte könnte ganz interessant sein mit der gefangenen Göttin. Und ja, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich sage Dankeschön fürs Reinschauen. Bleibt gesund, passt auf euch auf. Bis bald. Eure Bi.